zu machen. Das ist doch noch gar nicht nachgemacht, da entsteht eine Mine drunter. Das siehst Also ist das ein dieses. Unter... Ja, klar ist das nachgemacht. Du hast ein Unterwasserhaus gemacht. Genau das gleiche, was wir machen auch. So. Ja, es sieht genau gleich aus und es ist ein Nee, das Unterwasserhaus nicht. und Es ist ein Unterwasserhaus, genau. du hast mein Überlandhaus nachgemacht, ja. Ich habe kein Überlandhaus gemacht. Wo habe ich denn ein Überlandhaus gemacht? Außerdem hast du auch kein Überlandhaus. Das war's hier schon, das ist alles, oder was gibt's hier? Oder habe ich mich jetzt verirrt? Nö, hier gibt's Bäume, hier gibt's einen Gang zum Abbauen von Gedöns und ich Also weiß ist noch das nicht, ob einfach ich. eine Unterwasser-Dingshaus, so ein Eingang zu einer Mine dann, oder was? Ja, theoretisch, aber ich weiß noch nicht, ob ich das noch irgendwann fluten werde, wenn das hier Weil alles wohnlich sieht das ja nicht abgebaut aus ist. hier. Welch? Ja, wohnen, also zum Wohnen ist mein Unterwasserhaus jetzt schöner. Also wenn das jetzt so eine, wo geht's denn hier raus? Da hinten. Weil Einrichtung und der Steinboden, ne? Naja, ist halt ein Lounge so quasi. So kann man es bezeichnen. Ach, hier müssen noch Treppen hin. Ja. Ja, so wollte ich mir nur. Wo kann man hier denn raus? Hilfe! Hallo. Ja. Oh, das ist unlogisch. Naja. Hey. Hä? Ach so. Bin ich richtig noch? Ja, gleich links. Ne, Was jetzt ist bist du nicht da mehr unten richtig. eigentlich? Weiß ich nicht, ich hab den Gang zu weit gebaut und hab da irgendeine Boah, Scheiße Alter, es rumgebaut. ist, ist jetzt ein übelstes Labyrinth hier. Na. Vielleicht war da Kohle oder so. Ich finde, Wolfgangs Ding ist ein Labyrinth. Wolfgangs Ding ist voll einfach. Ja, Kannst weil eh in einem jeder Raum Kreis gleich laufen. aussieht. Hier war nichts mehr sonst, ne? Nee. Ja, da kann man oben rein, aber das macht ja nichts. War ich doch schon oben. Dann. Und hier habe ich eine Jetzt ist die Frage, Megasprengung. gehen wir. Nee, Soll erst ich zu noch die Kai. Ne? Megasprengung zeigen? Eine Megasprengung. Ja, Megasprengung, Mordsprengung, voll Wenn geil. wir da So. jetzt nicht zu weit müssen. Oh. Ja. Was soll das Mine. werden? Das ist eine Mine. Ja, aha. Also für Leute, die Minecraft spielen, aber den das noch nicht kennen, also kann ich mir nicht vorstellen, wenn man Shift drückt, dann duckt man sich so und kann auch über Abhänge so gut gehen. Also ich mache das jetzt mal vor, habe Shift gedrückt und kann dann quasi so bauen. Hilft davor, nicht zu sterben. Man darf, muss nur aufpassen, man darf dann nicht im Inventar rumkramen oder so, weil dann steht man wieder. Man darf es auch nicht deaktivieren, wenn man in der Luft ist. Das so viel logisches Denken, ne? Ja. Denke ich mal, haben die. So, dann geht's jetzt zu Kai. Und dann von Kai nochmal zu mir und das war wieder toll. Hey, was machst du denn da für eine Ich Scheiße? mach gar keine Scheiße. Da hat irgendein Depp. Danke, dass du meine Lore mitnimmst. War es deine? Dann Ja, müsste meine aber auch irgendwo sein. Ach, ja. Wenn man sich nicht vorbereitet auf ein Let's Play. Jetzt seht ihr den ganzen Weg zu Fuß. Hey, anscheinend ist immer nur der Anfang schwierig. Eben habe ich nur das Ende vergessen. Also das ist sehr spannend hier, das Gänge. Ein Zeitlupentempo auf unserer Hey, alten hast du deine Manier. Lore nicht mehr, oder Nee, die wie? hast du ja mitgenommen, als du drüber gefahren bist. Ich? Ja, die hast du. Halt mich mal auf dem Ja, ich Weg. sehe dich ja nicht. Muss ich links? Ja, ne? Hier bin Ja, ich. hi. Schön, dass du mich aufhältst, Ja, finde wie ich echt denn? nett. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich dich denn aufhalten? Mich, dich in den Weg Jetzt kannst du stellen, mir mal ja. meine Lore wieder geben, bitte. Ach, Aber das ist bitte deine hier, hier. Lore. Hier, da, hinten, da. Hast du jetzt auch noch eine? Den kleinen Weg kannst du auch zurücklaufen. Ja, ich habe komischerweise noch eine, also irgendwie habe ich sie doch irgendwie, keine Ja, Ahnung. es leckt so ein bisschen, also nicht, was passiert. Ja, ist ein neuer Bereich zum, ne. Was geht dahin? Da ist ein Gang, weiß ich nicht. Das Ja, haben danke. Kai und Wolfgang gemacht. Da kannst du aber auch weitergehen. Da kommst du schon nach oben. Geh weiter. Ah, hier. Hier rechts wäre Kai. Wo geht. Boah, Alter, was habt ihr? Ihr habt wenigstens Schilder, hättet mal aufhängen sollen. Ja, zeigen wir erstmal Kai und dann erklärst du mir das.
ja. Ja. Also Kai hat hier überall Türen, wir gehen erstmal da hinten hin zu seinem Altarraum, bla blub. Ich kann mir schon vorstellen, dass hinter dem Bild wieder eine Tür ist, oder? Nein. Man könnte es vermuten, aber bei Kai glaube ich nicht. Ja, ist auch noch nicht wohnlich eingerichtet. Woran das liegt, werdet ihr gleich sehen. Erstmal ist es eine riesige Mine. Das ist nicht natürlich, sondern das ist alles selbst ausgehoben. Und wir haben hier keinen Cheat-Mode, oder also wir haben schon, ne, also keinen Editor quasi. Also ist alles per Hand noch. Ah, ist wieder Tag, das ist angenehm. Geht's quasi hier so rein. Das ist auch ein bisschen doof, ne. Dann hat Kai sich hier so eine halbe Burg oder wie sieht das, liegt das einfach jetzt nur daran, dass das nicht geladen wurde? Ich nehme an, das, nee, das ist eine ganze Burg. Ja, das ist schon das, eine ganze Burg. Ja, ja, bei mir sieht das jetzt halt nur so halb aus. Warte, ich gehe mal hier so ein bisschen hin, dann lädt das auch ein bisschen nach. So, also das ist jeweils mit Turm und so. Ich gehe mal einmal so auf einen hoch. Oh, hier, wir können gleich auch zu Kais Bahnhof wieder zurückfahren. Die Strecke habe ich auch schon, jetzt weiß ich auch, wo die hingeht. Ich habe die nämlich noch zu Ende gebaut. Also, ich denke mal, es liegt jetzt an der Kombination Flaps, Minecraft und Server, dass das jetzt alles nicht so vernünftig lädt. Aber damit ihr mit umgehen könnt. Und wir auch. Das leckt ja ein bisschen enorm. Moment. So. Naja. Zurück. Auch noch, ja, ist ja nicht, oder ist hier noch was Spezielles? Ja klar, mach die Tür zu. Ist ja egal. Oder ich mal, ja, komm mal eh da. Durch. Nee, gehen wir nicht. Ja, wie, ach so, hier von Kaisburg zu links. Ja, die habe ich auch noch vor kurz fertiggestellt. Ja, muss extra eine Bahn gebaut. Für ja, diese klar. Paar Meter. Von der Mine von Kai zu dieser Burg. Boah. Ja, nee, sieht nicht schlecht aus, außerdem, wenn man da die ganze Zeit durch die Minen durchfährt. Das ist voll entspannt. Wow! Geh weg! Hab ich ein Schwert? Hau du sie. Komm, wir machen einen Spinnenpingball. Ich sollte mal mein Schwert in die Hand nehmen. Junge, ich hab kein Schwert. Und wo ist meine Lore schon wieder? Hab ich eigentlich noch meine... Oh, hast meine du noch meine Lore gerade aufgehoben? Habe ich schon wieder deine Lore aufgehoben. Verdammt, bin ich klug. Wo bist du denn? Ich verstehe das nicht, warum ich immer deine Lore habe. Eigentlich mache ich so, da gar nicht. So, was, mit. Das ist jetzt das von Kais, von hier zu Kaisburg, ne? So. Yeah. Dann müssen wir wieder zu mir und dann von mir zu dem Unterwasserding, ne? Ja, oder wir starten von hier und schipsen den Wagen kurz an. Nein, wir fahren zu mir und machen den kompletten Weg, weil das, glaube ich, ganz spannend ist. Aha. War das nicht... Da war doch, ja genau, da fährst du ja auf der dritten Bahn. Wir wollen hier einmal alles zeigen. Also. Alles. Einfach alles. Ja. Außerdem waren wir noch gar nicht bei deinem Bahnhof. Der Typ neben seinem Wagen und fährt trotzdem. Wir waren noch gar nicht bei deinem Bahnhof. Ach so, bei meinem richtigen Bahnhof, ne? Nee, waren wir noch nicht so wirklich, glaube ich. Also wir haben hier unten angefangen und dann haben wir uns gedacht, wir machen hier so ein. Oh, sorry. Ich glaube, ich muss die Strecke nochmal länger machen. Wir haben uns dann hier, das war das Anfang, und dann haben wir gedacht, da macht Wolfgang seine Mine, und dann haben wir uns gedacht, wenn wir irgendwelche coolen Sachen bauen, dann machen wir hier oben so eine Riesenstation, also kann man auch in die Breite bauen und bla blub. Und hier geht es jetzt zu dem Unterwasser. Ja, mach erstmal. Das war schon richtig. So, ich fahr mal vor. Und dann geht's jetzt los. Super, welcher Idiot stellt denn die Dinger immer falsch rum? So, jetzt ist es richtig rum. Ja, so läuft das in unserer jeden Tag. Die ist halt nicht gedacht dafür, dass dauernd welche. Das war bisher noch nie so. Also das ist keine, das ist wie die Deutsche Bahn. Verspätung und nur Probleme. Ey, aber bei eurem Wasserding habe ich einen anderen Start hingepackt, der ist zuverlässig. Ja, egal, also das sehe ich ja. Dann geht's hier durch Kais halbe Mine. Jetzt geht's zu unserem von Wolfgang mir schwer gebauten durch Unterwassertunnel, wo jetzt die Welt wieder neu lädt. Das ist immer ein bisschen doof, aber passt schon. Müsst ihr euch halt dran gewöhnen, dass das so ein bisschen scheiße aussieht. So, ist alles unter Wasser. Ein Block unter Wasser, weil sonst hört man das nicht mehr, das ist ja sonst so tief. Frag mich, wie scheiße das bei dir aussieht, weil bei mir ist ja immer alles sofort da. Ja, du bist ja auch Serverleiter. Dann ja, kommt man hier an. Und das ist dann quasi der Bahnhof vom Unterwasser aus. Dann geht ich hab nur die schnellere Verbindung zum Server. Soll ich mal warten, bis du da bist? Oh,
ich muss mal niesen. Moment. Nicht erschrecken. Okay, ich hab's unterdrückt. Nein, doch nicht. Hab ich's unterdrückt? Ah, ich weiß nicht. Ich hab's, glaube ich, unterdrückt. Dann habe ich hier so einen kleinen Weg gebaut, der total Umweg ist, aber egal. Ja. Ich fand's halt schön, so ein bisschen durch die Gegend durch. Hier so da, Bäume und blub. Hier ist ein cooler Park. Also, ja, ja. Da muss ich noch ein Schild anbringen. Das mache ich auch noch nachher. So, hier soll dann Tauchen auf eine eigene Gefahr stehen. Ich kann ja ein bisschen auch sowas zeigen. Ich habe hier so ein paar Kürbisse, so Unterwasserleuchten, Jacko-Laternen heißen die. Dann geht's hier runter. Da haben wir mit Fackeln ausgeleuchtet, aber es geht halt alles unter Wasser nicht so toll. Dann geht's hier in unser Unterwasserhaus, wo ich tonnenweise Schafe für schlachten musste. Na. Das Boden ist aus Wolle. Dieser Schwamm erinnert mich an eine kleine Sache, das muss ich auch noch erzählen gleich. Jetzt zeigen wir erstmal hier so ein bisschen weiter. Da habe ich auch schon einen Kamin. Hier soll dann sowas wie eine Bibliothek und Leseecken und blablub und so weiter entstehen. Hier oben alles noch aus Wolle dann später. Und hier ist unser kleiner Garten. Da muss ich mich hier bitten, nicht über die Getreidesachen zu laufen. Das ist echt böse. Da haben wir hier Getreide, hier haben wir Zuckerrohr und ja, ist jetzt nichts Tolles. Vielleicht bauen wir das noch aus. Wir haben noch vor, so einen Weg zum Strand hoch zu machen und dann uns einen eigenen Strand auszuheben, weil hier kein Sand ist. Also das wird so eine Wohneinrichtung, also anders als bei Michi dann keine so eine Lounge, wo man dann halt irgendwie zum Mineneingang kommt, sondern eher so wohnlich. Warte mal, kann man das jetzt mit den Jacko-Laternen? Ja, das leuchtet so ein bisschen, ne? Da kann man da hinten durch unseren Garten gucken, Das wird noch ganz schick hier. Mit Plattenspieler und so. Irgendwie haben diese Kürbisse nicht die dicke Leuchtkraft. Ja, aber mehr als eine Fackel unter Wasser. Weil Fackeln unter Wasser gehen gar nicht. Ja, ich finde es aber besser, wenn man die Fackel zum Beispiel. Ja, das ist unter Glas, ist aber auch, das geht nicht unter Wasser, das leuchtet dann nicht. Das siehst du ja an unserem Eingang. Haben wir noch was? Ach genau, ich wollte euch ja erzählen zu dem Haus. Ein schwarzes Das war Schaf. Relativ lustig, da habe ich nämlich gedacht, wie mache ich ein Unterwasserhaus? Hab mir dann so einen Rahmen im Wasser gezogen und dann war halt in diesem Rahmen immer noch Wasser. Und dann dachte ich, ja scheiße, mit einem Mann kriegst du das hier alles nicht raus, dann muss er tausendmal laufen. Und hab dann den Rahmen innen auch ausgebaut. Also quasi, dass ich so ein Viereckklotz Erde im Wasser hab. Dass es halt kein Wasser mehr drin ist. Hab dann das alles ausgehoben und hab dann zum Schluss oben die Erde weggemacht und dann lief dann Wasser halt übers Dach. So war der Plan. Problem dabei war, dass dann irgendwie tausende von Strudeln entstanden sind, die einen ständig umgebracht haben, weil sobald man unter Wasser war, wurde man immer nach unten gedrückt und man kam nicht mehr hoch und starb dann nur noch und dann hatten wir ein ganzes Itemlager da unten. Und ja, und dann Strudel und blablub. Und dann habe ich da hier wirklich 4-5 Stunden dran gesessen, habe im Internet danach gesucht und allen möglichen Scheiß versucht, diese scheiß Strudel da wegzukriegen, bis ich es irgendwann dann geschafft habe. Und der Plan war eigentlich, sich jetzt einen Schwamm zu cheaten und mit dem Schwamm das Wasser aufzusaugen. Das ging ja mal. Und ich meine, in einem bestimmten Modus ginge das immer noch, aber es hat halt nicht mehr geklappt. Und dieser Schwamm erinnert mich jetzt immer an diese Plage des Wassers, was mich heute noch zu Weißglut treibt, wo ich heute noch ständig drin sterbe. Naja. Ja, der Unterwassertunnel, der war auch aufregend. Da hatten wir auch ständig Lecks. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal die Aufnahme und zeigen dann demnächst mal, was so noch passiert. Das Baumhaus zum Beispiel oder dann deine Unterwasser. Siehst du von hier alles? Ja, teilweise. Ne? Ich sehe zumindest das Schloss und da hinten sehe ich noch irgendwas. Ja, sehe ich auch, aber nicht ganz. Da hinten, das ist dein Tower. Ja, den sehe ich nicht. Ja, ich kann ein bisschen näher rangehen, dann sieht man auch mehr so. Jetzt sehe ich zumindest das Schloss komplett. Alter, und wie dein da Tower. Da irgendwo stünde der Tower dann. Also wir haben ja auch noch 1000 Meter, also wir sind schon ein bisschen gelatscht auch in andere Kartengebiete und so. Und dann haben wir da auch ein paar Minen und so gefunden, wo ich auch rigoros einmal gestorben bin mit 1000 Eisen in der Tasche. Hier habe ich noch einen anderen Startmechanismus, den können wir uns noch angucken. Wo ist denn hier? Ach so, ja. Genau. Soll ich da jetzt drauf gehen? Wenn ich jetzt drücke, dann passiert irgendwas. Ja und? Das switcht der Wagen immer zurück. Ach, ich glaube. So. Dann verbraucht man nicht so viel Gleise. Ja. Ich hatte nämlich nicht mehr so viele.
Ja, und wir haben halt vor, dann irgendwie ab und zu nochmal so ein paar Videos zu machen. Vielleicht irgendwann mittendrin, so ganz unauffällig, wenn wir gerade uns streiten darüber, wie heftig.